Play TF2 heute mal auf einem Man vs. Maschine Server und zwar mit dem Christian, Hallo. der gerade live aus den USA zugeschaltet ist quasi, und Ja. mit dem Micha. Ja, ich bin auch wieder mit am Start. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, ist auf jeden Fall sehr, sehr geiler Modi. Und ja, mal schauen, was jetzt so passiert. Lasst euch überraschen. Mich wundert es, Ja. dass der NSA nicht dagegen hat, dass er aus den USA nach Deutschland telefoniert. Ganze Nazis und so. Ach, sind doch nur So, Vorurteile. ja. Und ich sage jetzt auch noch mal was für meine Abonnenten. Also ich bin nicht sehr gut in dem Spiel Team Fortress 2. Und ich kenne mich da auch nicht so gut aus und so. Aber ich hatte auch schon ein bisschen was aufgenommen. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt. Und ja, jetzt kommt es endlich dazu. Und Das ist im ja. ganzen großen LPT. Ja, gleich mal zu dritt. Und vielleicht noch ganz kurz als Info für meine Leute links, der Link zum Kanal vom Christian ist natürlich auch in der Videobeschreibung, ist natürlich klar. Selbstverständlich heute Für da. meine Abonnenten auch. In der Video-Info ist die Beschreibung vom Münzsammler 1 seiner Account. Du kannst meinen Namen ruhig Vom, sagen. ja, okay. Vom Dieter sein Account und auch auf meiner auf meinem Kanal werde ich den Kanal vom Dieter verlinken. Es klingt irgendwie komisch. Aber egal. Oh, Geld, 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 Geld. Geht das schon wieder los? Ich meine, ich habe das ja heute Na, nur erst 6 Stunden lang gesuchtet oder so. das hab ich gesehen. Und gestern Abend 5. Ah, sterbt alle. Oh, da liegt so viel Money rum. Alles meine. Hilfe, Scout. Micha, geh weg, das ist mein Geld. Alles meine. Ich bin geldgeil. Ich bin YouTuber. Ich muss geldgeil sein. Es geht gar nicht anders. Dann noch als kleiner Hinweis, Oh, wenn ihr seht, scheiße, die rennen auf hinten dass auf die mein Spawn. Name so komisch aussieht, das ist von MW2, das werden manche wissen, manche auch nicht. Oh, jetzt bin ich schon wieder tot. Also quasi der Name, der jetzt hier oben in der untersten Zeile jetzt gerade drin Nein! Oh, steht. also, wir brauchen Ja. Hilfe am Spawn. Ja, ich spawn gleich erstmal wieder. So, ich bin gerade dabei, dir zu helfen. Dir zu helfen, mir zu helfen, dir zu helfen, uns zu helfen. Lol, der Achtung, sie schwebt in der Luft. kommen! Sie Guck mal. Oh, kommen! Geld. Geld, Geld, Geld. Scheiße, tot. Fuck. Nein, Doch. aus, gut. Böses Hau ich die alle Hundi. von dem Spawn weg. Böses Hundi. Nein! Mist! Wieso? Weil wir schlecht sind. Ich habe 8 Kills, aber die Runde ist nicht gut. Überhaupt nicht Okay, gut. ich glaube, auf was hau ich denn ja am besten auf meine Waffe drauf? Rückstoß brauche ich ja überhaupt nicht. Ich glaube, ich hau zweimal Gesundheitsgeneration rein. Wobei ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es kann sogar sein, ich bin schon unter der besten Liste von besten 200 Spielern mit drin. Weil da müsste ich jetzt eigentlich mittlerweile schon doch rankommen. An Beim den warmen Start 200. von TF2 war meine Auslastung jetzt bei 236. Oh. Und jetzt ist es wieder bei 90. Ich weiß ja nicht, Ja. aber mein Fraps. Das schwindet manchmal ein bisschen. Ja. Geht mir nicht anders. Ah ja, und Dann. bei mir ist es auch manchmal so, dass es hier ein bisschen abschmiert. Ja, nehmt's einfach mit hin. Ich kann es auch nicht ändern. Es ist mir bei mehreren Servern passiert. auch bei Turbine? Nee. Nee, nee, nur bei den MVN-Servern. Nee, MVM. So, aber da müssen noch einer bestätigen. Nee, da ist Engine, da baut doch wieder. Das hast du davon auch gemacht. Du hast auch gesagt, noch nie bestätigen. Dann muss ich auch noch was sagen, mich entschuldigen an meine Abonnenten oder entschuldigen, das ist ein bisschen falsch gesagt, aber ich habe in MW3, ich habe das jetzt seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Und als ich dann jetzt neulich gesehen habe, oh yeah, 10 Abonnenten, geil, da haust du mal dein erstes Moab-Video raus. Und wie ich es dann so schön gesehen habe, VAC gebannt, ist ziemlich logisch, weil ich nicht gespielt habe seit über einem Monat und deswegen einfach gebannt wurde. Geld. Und deswegen möchte ich mich entschuldigen und ich versuche trotzdem die Videos irgendwie ranzukommen. Aber das könnte jetzt dann doch erstmal noch ein bisschen dauern. Und mal noch für alle soll ich ja nachher mal ein paar Prozentzahlen hier reinschreien. Heute ist Bundestagswahl
Und ja, es ist einfach spannend. Ich habe auch neben meinem Fernseher an sogar noch mit Ton. In Hoffnung, man hört's nicht. Ansonsten ja, natürlich auch liebe Grüße an das Team von NTV. Sollten die mal meine Videos sehen irgendwann mal aus heiterem Himmel. Nicht von der ARD. Nee, ich habe ja NTV an. Ja, NTV, ordentlicher Sender. Geld, 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 Geld. Mein Geld, mein Geld, mein Geld. Komm, alles ich arbeite mein. In der Bank, ich muss geldgeil sein. Mein Geld, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Oh, komm, das war. Komm, du mal zu mir und leg ein Konto bei mir an. Ich sag dir, deine Zinsen wären saftig. Ah ne, deine Zinsen wären nicht saftig. Du musst ja weniger bekommen. Vor allem deine Zinsen wären saftig, damit mach ich da der Bank zum Ruin. Da buche ich dann Geld drauf und in Wirklichkeit hast du es dann in deiner Tasche, ja? Hm, genau. Glaubst Cayman Island und Geld. So. Hilfe nee, am Spawn. Ich bin gerade tot. Und da klaut der eine Typ mir hier einfach mal mein Geld. Ich habe gerade 175, aber erstmal wird hier verteidigt und dann gekauft. Ach nee, da kommen ja schon wieder welche. Wie finde ich denn das? Ich will endlich mal was Ordentliches finden hier. Dann kannst du handeln, dann kannst du hier ein bisschen Zeug rüberschieben. Er muss sich erst so einen Account besorgen, hat noch kein Premium. Ist aber nicht das Problem, er hat ja noch Geld auf seinem. Ich kann aber handeln mit TF2-Zeug aus dem Inventar. Ach so, kannst du trotzdem? Das kannst du über Steam machen. Ja, aber dafür musst du doch den Premium-Account haben bei TF2. Dann habe ich den wahrscheinlich, weiß ich ja nicht. Na, wie viel Rucksackplatz hast du? 50 Plätze oder 600? 300? Das weiß ich auch nicht. Das kannst du dann um... Guck das bei Gelegenheit mal. Aber erstmal nehmen wir auf. Genau. Ah, ich habe ja 400. Immerhin, umso mehr wir aufnehmen, umso länger dauert das LP für meine Zuschauer, weil es wird mehr angeguckt als Minecraft. Scheiße. Och, jetzt habe ich mir gerade was gekauft und da ist die Welle vorbei. Alter, nee, hier. Guck mal, ich sehe dich. Hi, 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 hi. Scheiße. Ernst sein, Alter. Oh, schon wieder verkackt, das gibt's nicht. Gib mir jetzt mal was anderes, damit meine Abonnenten auch mal so ein bisschen rumgucken können. Ja, soll ich dann auch mal machen? Meine Abonnenten sehen immer nur dasselbe. Ich spiele mal den Moment. Ja, mache ich dann. Ich werde nachher mal auf Heavy wechseln. Aber ich habe keinen Plan, was ich hier nehme. Ja, also wenn ihr auch was Bestimmtes wollt, mit dem ich spiele, dann müsst ihr einfach nur mal schreiben. Könnt ihr einfach 1 bis 9, glaube ich. Ja. Können nur mit dem Aufnehmen ein bisschen schwierig werden, weil die Zeitverzögerung und so. Ich meine, bei uns ist es gerade, also in Deutschland ist es gerade 19.30 Uhr. Ich meine, wie spät ist jetzt bei euch? 12.30 Uhr, ne? Es ist 1.34 Uhr. Das sind, glaube ich, 6 Stunden oder so. Ja, das sind dann... genau 6 Stunden. Oh, jetzt habe ich auszusehen. Und wenn es dann bei Christian abends ist, dann ist es bei mir schon tief in der Nacht. Und da ich ja auch arbeiten muss, ich meine, ich fange erst 8:45 an, aber... Ich stehe trotzdem um 7 Uhr auf. Na, aber bei mir gibt es eigentlich nichts Problem, weil samstags und freitags habe ich eigentlich immer Zeit. Ja, ich auch. Ich muss bestätigen. Ich auch immer. Ich hatte eigentlich auch immer Zeit. I am ready. I'm really pissed off, bitch. Wirklich angepisst? Oder tust du nur so? Nee, meine Hose ist trocken. Ich tu immer denken, ja, jetzt tust du mal ranvisieren, die kommen gleich und mit dem komischen Flammenwerfer, da haust du dann immer so einen komischen Stoß weg und dann geht dann die ganze Muni weg. Ja, das ist ja, der Luftstoß. Der bringt dir aber nichts. Der bringt nur bei Soldier was und bei... Doch, damit hast du alle wegblasen. Wer ist denn das? Ach so. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Kenn ich dich? So einen Spaten will ich eigentlich kennen. Nee, kenn ich nicht. Na, so ein komischer Name, warte mal. Erstmal dieses Zeichen, weil ich nicht weiß, wie es heißt. 4.KVM. KVM ist Clan. Das ist Clan. Ja, ich weiß schon. Ich weiß ja, wie du auf Skype heißt. Daher, Komm. Ach, die kommen ja gar nicht von dort raus, oder? Die kommen von oben. Die kommen von oben auf dich runtergefallen. Nice. Die laufen alle an mir vorbei, ich weiß es. Ja. Geld! Mein Geld. Falsch. Yeah. Ich habe schon 4 Geld gekriegt. Ich habe insgesamt 8. Ich habe jetzt schon über 40 bekommen. Geld. Okay, das ist nicht so wirklich meine Klasse. Ah ne, es heißt nicht Geld, das heißt ja Kohle. Aber jetzt kann man ruhig Werbung machen. Scheiße. Oh, da war heute wieder einer in Kommentaren hier beim Gronkh.
hat ihn nur wieder niedergemacht, ganz ehrlich. Aber es war auch die Folge, wo er gerade übelst einen Rage drauf hatte. Man hat sich nur aufgeregt, aber ich finde es richtig, ich finde es gerechtfertigt. Gerade mit Elektro-Titel und alles, ist ja, oh, haben sich viele Leute beschwert. Was? Wie ist denn das? Gerade wegen dem einen Reim hier, Elektro-Titel ist besser als irgendeine Krankheit oder was es war, haben sich die Leute aufgeregt. Oder als Autounfall oder was es war, keine Ahnung. Nee, Elektro-Titel ist besser als Ritzen. Da haben sich die Leute aufgeregt. Oder sollen sich aufgeregt haben. Ganz ehrlich. Da haben sich die ganzen Emos zu Wort gemeldet. Oh. Ah. Gibt's auch noch genug. Ich habe gestern einen Kommentar gelesen von so einem, ich weiß nicht, es war ein Türke mit der Zigarette in der Hand auf Facebook. Das ist auf jeden Fall und seriös. Hat halt ein Bild gepostet und da hat halt angefangen so ein Typ reinzuschreiben, dass der komplett behindert ist und dass er stolz ist, deutsch zu sein. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, erstmal geiler Nazi. Da habe ich das Bild später nochmal gesehen und da haben, ich weiß nicht, 500 Kommentare oder so. Wenn du dir die mal durchgelesen hast, Alter, da konntest du dich so wegkrachen, das war so lustig. Na klar. Weil die haben dann angefangen, die Typen den Emo voll zu lappen, weil der hier die ganze Zeit Piercings hatte und so, dass er mal die Piercings rausnehmen soll, zum Friseur gehen soll und mal sein Leben in der Hand nehmen soll und mal was Ordentliches damit anfangen und so. Da kann doch nichts dafür. Das ist halt sein Stil. Eben. Solange es noch Stil ist, ist ja okay, auch wenn es dann, ist das mit dem Ritzen, sehe ich kritisch. Ja, das ist, das sollte man Das müssen aussuchen. Nicht Emos sein, die sich ritzen, da gibt es ja andere Leute, die es auch machen. Ja, aus meiner Verwandtschaft, von meinem, ich weiß nicht, wer das, wie es in der verwandtschaftlichen Beziehung ist, der Sohn von ihm hat sich auch gerissen und dann ist er in der Badewanne ersoffen, quasi. What the hell? Ja, ist halt so. Oh Leute, ihr tut mir ja wirklich was an, dass ich mit dem komischen Pyro-Typ spielen muss. Das ist richtig schlimm. Echt mal? Also aus dem Moment kannst du ganz gut spielen. Auch mit der, ich sag mal, mit der Blackbox komme ich hier super zurecht. Wow, das sind ja Leute, das müsst ihr mir doch sagen. Oh, ich hab gerade eine schöne Position gefunden. Nein, wir werden ja gleich verlieren. Ja, Welle überstanden. Gott sei Dank. Das erste Mal, dass wir die Welle geschafft haben. Ich will nicht wissen, wie oft wir das probiert haben. Ich hab 35 Kills. Wie habt ihr? Warte, ich kauf kurz was, ich sag dir gleich Bescheid. Ich habe 39 Kills, 6 Tote, 14 Helfer, 14 Verteidigung und 600 Heilung. Ich muss mal gucken, warte mal. Ich hab, Moment, wo steht das? Ganz unten. Ich hab 27 Kills, 4 Tote, 16 Helfer und 9 Verteidigung. Na? Also was ganz ordentliches. Verteidigung habe ich 10. In der einen Runde habe ich mal, hatte ich heute früh 112 Punkte gemacht in einem Leben, über 15.000 Schaden. Aber weißt du noch hier 200? Was? Auf Turbine, ouch. Ah ja, ja. Aber ich meine ja heute die 112 Punkte in einem Leben. Ohne einmal zu sterben. Also ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich wieder den...